Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Solium Infernum. Jawohl. Und wenn ihr euch richtig erinnert, am Ende der letzten Folge habe ich einen Zug gemacht und den habe ich abgespeichert als Test. Ja. Und ja, an der Stelle stehen wir jetzt, nur habe ich den Zug nochmal geändert. Und zwar werden wir jetzt mit dieser Armee hier ihn angreifen und mit dieser Armee werden wir ihn angreifen. Und dann hier rüber gehen. Und damit müssten wir theoretisch beide Armeen wegmachen. Das Problem ist, dass wir trotzdem, und das ist auch am Ende der letzten Runde passiert, also die anderen werden trotzdem ihre Züge genauso machen. Das heißt, dass meine beiden Armeen auch verflucht werden. Also, diese Armee hier. Welche waren das? Die hier? Nee. Die hier wird auf 1 HP runtergesetzt. Sehr bedauerlich. Und diese verliert auch 4 HP. Das werden wir uns jetzt angucken. So sieht es aus. Ja, ist ein bisschen bedauerlich, das Ganze. Aber wir sind ja noch in einem sozusagen Lern-Let's Play. Wir machen das hier quasi noch ein bisschen mit Lernerfahrungen. Genau, da wird er auch schon tot. Gleich in der ersten Runde. Wir verlieren hier nichts. Wir setzen uns noch einen nach vorne, bitte. Komm, bewegt euch. Sehr gut. Der Mann mit der leuchtenden Keule, mit der Fackel, ist quasi immer der Prätor. Ja, er bewegt sich auch. Das ist schön dumm. Und jetzt bewegt sich hier Armee Nummer 2. Das ist die etwas stärkere, die stygische Wache. Die bewegt sich jetzt tatsächlich und erledigt ihn. Und zwar relativ schnell. Und zwar jetzt, glaube ich, im Nahkampf. Ne? Oder irgendwie so. Wir verlieren auch nochmal HP, das ist auch bedauerlich. Aber die machen wir jetzt weg, ne? Und zwar mit unseren 16 zu 4, das sind 12 Dinger. Wie viele Lebenspunkte hatte der ganze? 15? Naja, jedenfalls ist sie jetzt Geschichte. So, und eigentlich musst du dich noch nach da links bewegen, oder nicht? Naja. Genau, wir würden uns nämlich jetzt zurückziehen und ein bisschen vor diesem Ding hier fliehen. Ja, keine Ahnung, warum die da 1000 Downs Makabre haben. Zerstörungsritual. Wie gesagt, keine Ahnung. Aber ist auch, glaube ich, egal. Jetzt kriegen wir die finstere Zerstreuung. Und das Ritual ist immer erfolgreich. Und ihr seht, meine Armee hat jetzt einen da auch nochmal. Das ist wirklich sehr bedauerlich. 4 HP. Und ich glaube auch insgesamt werden die von 15 runtergesetzt. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Ja, ich bin weit im Vorfeld. Also ich bin wirklich weit vorab. Mumu hat eigentlich keine Chance mehr. Lilith versucht es jetzt gerade noch. Mammon, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Der Junge kommt einfach nicht mehr auf die Füße drauf. Ja. So, ich bin jetzt der Konklaveherrscher, das ist gut. Jetzt kann ich mir nämlich hier eine Karte auswählen. Traditionelle Bestechung. Ein beliebiger Erzfeind muss ein Tribut als Bestechung zahlen oder verliert 10% seines Prestiges, weil er glaubt, über Korruption erhaben zu sein. Auch gut, keine Kosten. Oder, was haben wir hier? Gerissenheit, weicht roher Gewalt und Erzfeinde können 3 bis 6 Züge lang keine Gefechtskarten spielen. Ja, dann spiele ich noch die hier. Legionsbeförderung. Ja, jetzt haben wir wieder die stygische Wache. Das ist sie hier vorne, ne? Ja. Da schauen wir mal. Also 11 HP. Wir hatten gerade 15 um 4 reduziert wegen diesem komischen Fluch. Sehr bedauerlich. Wirklich sehr bedauerlich. Jetzt können wir hier entweder 3 im Nahkampf und 4 höllisch geben. Oder Fernkampf und höllisch. Finde ich gar nicht so schlecht. Oder HP. Ich meine, wenn wir uns das hier nochmal angucken, das hat 21 Fernkampf. 21. Oh, da können wir selbst mit unserer, naja, da können wir so knapp überleben, wenn die uns angreifen. Aber dann im zweiten verlieren wir auch. Uff. Okay, also das ist ein bisschen die Frage, was wir da jetzt machen, ne? Ist die Frage, was wir da machen. Wenn wir die jetzt befördern, dann kriegt die auch noch einen dritten Dings. Einen dritten Ausrüstungsslot. So, und dann können wir mal gucken, ob wir da irgendwas haben.
haben wir eigentlich nichts mehr. Ich habe übrigens gerade das Fenster auf, nicht wundern, wenn es hier ein bisschen ärgerlich wird. Ein bisschen laut hier gerade. So, Mammon will auch schon wieder prügeln. Der Rachefeldzug geht weiter. Finstere Zerstreuung. Das sind eben zweimal, dass das geklappt hat hier von Lilith. Sehr bedauerlich. Und Legionsbeförderung. Tja, jetzt ist halt die Frage, Kampfkraft oder HP. 19 HP wäre natürlich jetzt schon... Ich sag mal so, wir gucken uns mal die anderen an. Die sind ja auch bei 13. Also wir werden denen immer ordentlich unterlegen. Ja, wir müssen jetzt gleich wieder runter. Ich kann mich nicht entscheiden, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wir trinken erstmal einen Kaffee. Ne? Das ist erstmal das Wichtigste. Ne? Schönes Strategiespiel, ein schöner Kaffee. Das ist doch eigentlich hervorragend. So, wir können sowieso nur einen Prätor dazu tun. Das haben wir jetzt gemacht. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Fernkampf und höllisch oder Nahkampf und höllisch? Fernkampf scheint irgendwie... Na komm, wir gehen für Fernkampf, was soll's. Du hast kein Artefakt zum Anhängen, du kannst Artefakte auf dem Bazar kaufen. Dann gucken wir doch mal, was wir denn dann nehmen könnten. Hier, Höllenmaschine. Also nehmen könnten wir natürlich nichts, weil wir kein Geld mehr haben für gar nichts. Schriftrollen der Nephilim, Prestige plus 1, Zerstörung, addiert 1 zur Zerstörungsmachtstufe. Das ist die Zerstörungsmachtstufe, oder? Ich glaube, ja. Kugel der Vergessenheit, des Vergessens, ein gegnerischer Legionär, Titan oder Ort der Macht, der den Anwender zerstört, wird ebenfalls zerstört, kann Pandemonium nicht zerstören. Müssen wir das Pandemonium zerstören? Ich denke doch nicht, oder? Ja, das hätte ich schon ganz gerne. Wir brauchen die Flammen. Höllenmaschine, okay. Wir gehen mal für die Höllenmaschine. Das bedeutet was? Wir brauchen... Diese 7 Dinger haben wir schon. Wir brauchen irgendwie noch 6 Flammen. Uff. Was für eine Beförderung habe ich jetzt gewählt? Das da, aber wenn ich jetzt den Bazar wähle und hier das Artefakt mit der Höllenmaschine nehme, 2 Nahkampf, 2 Fernkampf und eine Belagerungs, doppelten Schaden gegen Orte der Macht, dann gehen wir doch für die HP. So nämlich. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir mit denen auch erstmal weg. Also wirklich weg. Hey, warte mal. 1, 2. Pass auf, du ziehst mal hier hin. Das ist halt wirklich die Frage. Warte mal. Nein. Ach, jetzt hör mal auf hier. Du greifst mich doch nicht an, oder? Jetzt mal ehrlich. Wo bist du denn? Da bist du. 2, 1, 2. Du greifst mich sicherlich nicht an. Der kann sich nur einen wegbewegen. Kostet. Ach, 2-mal Fernkampf. Ja, okay. Wenn der mich angreift, bin ich tot. Sobald die Fernkampfphase zum ersten Mal aufgelöst wird, wird sie sofort wieder aufgelöst. Ah, ja, okay. Also der macht einfach 42 Schaden. Was macht man denn mit sowas? Was macht man denn mit so einer Maschine? Die pflügt ja durch alles durch. Uff. Weglaufen, würde ich sagen. Also, ich glaube, ich möchte... Sind sie und sie? Ich werde mit dem mal weglaufen. Und zwar hier runter. Der müsste theoretisch 2 HP kriegen. Aber so müsste das eigentlich gehen. Wir brauchen Tribut, wir brauchen dringend die Auftragsplatz. Was? Strafe? Ziel 5, behalte 4. Wieso kriegt der denn eine Auftragsstrafe?
Schatten bei den Mächten. Das können wir uns auch nicht leisten. Doch, das könnten wir uns leisten. Holt vorsichtig 2 bis 4 zufällige, nicht zugewiesene Tributmarken aus dem Gewölbe des Ziels und bringt sie in dein Gewölbe. Mhm. Was haben wir hier? Böser Wächter, gottlose Symbole erhöhen deinen Widerstand gegen Zerstörung um 2 und gewähren dir 5 bis 7 Prestige, wenn du einem Zerstörungsritual widerstehst. Hellseherschale. Mhm. Manuskriptziehung plus 1. Alles gerade nicht so berauschend, ne? Ich denke, wir bleiben mal dabei. Und ich nehme einen Schluck Kaffee. Hm. Also ich sag mal, dem Ding kann man natürlich entkommen. Jetzt greift er wieder an, ne? Hm. Leider 0. Oh Gott. 3 und 1 Schaden kriegt er. Also er kriegt es nicht eingenommen. Das sind ja schon die Werte, ne? Kriegt trotzdem 1 Schaden. Das ist schon mal nicht schlecht. Er wird versuchen, den einzunehmen. Hm, hm, hm. Großer Leck. Dans Macabre. Ich habe keine Ahnung. Also der ist echt... Krass, das muss irgendeine Fähigkeit sein. Wir gucken uns das mal an. Zerstörungsritual. Warum kriegt der denn in jeder Runde so ein Vieh? Ja, wäre natürlich super, wenn die sich gegenseitig ein bisschen blockieren. Ach, du ahnst es nicht. Das kann ja gar nicht sein, oder? Ernsthaft? Oh, wow. Okay, das tat jetzt aber echt weh. Das tat jetzt aber echt weh. Deine Domäne war Ziel eines Rituals finstere Zerstreuung, das sich als zu stark für deinen Widerstand erwies. Okay, da müssen wir nochmal schauen, wie das mit den Widerständen so geht. Und wir müssen auch mal schauen, also was macht man jetzt? Astaroths Festung. Okay, können wir jetzt erstmal einen Prätor zuweisen? Ne, der Prätor ist auch weg. Also Armee ist weg und Prätor ist weg. Really? So, warte mal. Forderungsschreiben. Ja, nee, tut mir leid. Gegenspieler streiten sich, Rachefeldzug beendet. Mumor? Hm, tja, Mumor, das ist natürlich bedauerlich, ne? Gut, Rachefeldzug hat es nicht geschafft. Rachefeldzug gegen Mammon geht weiter, das ist ja bedauerlich. Also ich meine, gut, dass ich jetzt hier gewinne, ist, finde ich ja in Ordnung, aber dass er gewinnt, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Okay, was haben wir hier? Alle Erzfeinde ziehen eine Ereigniskarte. Alle Erzfeinde ziehen eine... Wie kann ich denn hier mehr Stimmen einsetzen? Stimmrecht 3. Oder mache ich mal das? Ich kann die anderen quasi damit überbieten. Alle Erzfeinde verlieren eine Ereigniskarte. Das mache ich deswegen, weil ich... Warte, nee. Weil ich... Oh, geh mal zurück. Weil ich gar keine Ereigniskarte habe, ne? Das... So sieht es nämlich aus. Da, seht ihr? Nee, doch, ich habe tatsächlich eine traditionelle Bestechung. Ja, und da weiß man nicht genau, was es ist. Und deswegen habe ich gerade in der Pause auch schon mal hier nachgeguckt. Und zwar gibt es hier eine Ereigniskarte. Und da kann man jetzt die nämlich angucken. Traditionelle Bestechung. Ein beliebiger Erzfeind muss ein Tribut als Bestechung zahlen oder verliert 10% seines Prestige. Genau. Und das würde ich jetzt tatsächlich auch spielen wollen. Genau, dann kann man das einfach mal bezahlen.
So, und Tribut suchen. Jetzt müssen wir mal gucken, was brauchten wir nochmal? Flammen, und zwar ganz schön viele. Naja gut, das hat dann auch nicht so richtig hingehauen. Ne? Wieso kann man das Fenster nicht hier schließen? Manchmal ist mit dem Klicken irgendwie ein bisschen blöd. So, gucken wir mal. Also, die hier und er hier. Das heißt, ich muss mich... Ja, geh mal weg. Ich muss mich jetzt hier nochmal positionieren. Und ich würde sagen, das mache ich am besten... Voilà. Halt auf jeden Fall daneben. Entweder hier oder da oben. Das kann ich jetzt nicht. Das ist immer noch sein Territorium. Ne? Dann hat sie das erledigt. So, das heißt, ich bewege mich hier runter. Und würde den Garten der höllischen Lüste damit ein bisschen stärken. Da könnte man halt gucken. Das hier muss ich nochmal lesen. Legionen stellen Verbündete, die benachbarte Kantone angreifen. Oder verteidigen die abgerundete Hälfte ihrer Werte zurecht. Also 2 macht 7. Lass mich hier nochmal gucken. Also hier wäre schon mal 7 und 14. Dann hätten wir 10 Punkte. Da würden wir schon mal sterben. Da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt damit umgehen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Kann sein, dass wir gleich am Ende sind. Vielleicht das Let's Play gleich auch beendet. Wer weiß das schon? Wir machen mal weiter. Die greifen vor uns an. Das ist ja bedauerlich. Das alles vorher weiß, ne? Naja. Aber kann sein, dass die jetzt ihren Rachefeldzug damit schon mal, ich sag mal, beendet haben. Das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Das Problem ist, dass wir jetzt durch unseren Zug hier... Tribut verderben. Das ist das, was wir machen. Oder? Ich denke schon, böser Blick. Die verlieren in jeder Runde einen HP, deswegen können wir das eigentlich so lassen. Heißt, die sterben sowieso. Ja, die Frage ist nur... Oh wow. Traditionelle Bestechung. Lilith wurde von einem Funktionär aufgesucht, der die Zahlung von 4 Tribut für verschiedene und spezifisch konklavische Ausgaben forderte. Die Verweigerung kostet 25% Prestige. Integrität hat keinen Platz in der Hölle. Na gut. So. Der will, dass ich schon wieder bezahle. Das Ding ist, ich muss jetzt mal einen Moment lang zur Ruhe kommen. Ich kann jetzt hier nicht ständig... Du hast dich nach Tribut, Konklave nachzukommen. Lilith war zwar von Forderungen ausgehend Prestige verloren hat, aber jetzt kommt Rache zu wegen dich zu fordern. Verstanden. Also muss ich nochmal gucken. Ich will noch ein bisschen so zur Ruhe kommen. Ich habe nämlich offensichtlich ständig hier Krieg. Ketten der Habgier. Vorschlag von Botschaftern unterbreitet. Also die machen da ganz schön ordentlich Krams miteinander. Lass mal gucken. Ach so, genau, das war das, das war der Tribut. So. Offensichtlich alle Erzfeinde ziehen eine Ereigniskarte. Okay. Das ist meine Ereigniskarte. Ätherisches Gerinnsel. Alle laufenden Rituale werden in der abgestandenen Luft beendet und abgebrochen. Die Erzfeinde können 3 bis 6 Züge lang keine neuen Rituale durchführen. Rachefeldzug abgeschlossen. Du hast es nicht geschafft, Mammon davon abzuhalten, die Bedingungen des Rachefeldzugs. Ah ja. Mhm. Ja, weil er mein Ding eingenommen hat. Ne? Deine Domäne war Ziel eines Rituals, Tribut verderben. Na ja, Ficker. Das war's. Okay. Also die Infos haben wir jetzt schon mal alle.
müssen mal überlegen, was wir jetzt machen. Ja, müssen mal überlegen, was wir jetzt machen. Wir sind ja eigentlich gar nicht so schlecht dran. Das einzige kleine Problemchen ist, ja, wir haben einfach keinen Prätor. Wir können auch unsere Armeen nicht mehr zurückholen. Ja, sehe ich das richtig? Es gibt keine Möglichkeit, irgendwo was zu tun. Ist etwas überraschend und auch bedauerlich gleichermaßen. Ja, das schwierig. Und die Höllenmaschine ist auch weg. Das wird irgendwie aktualisiert oder ist das nur, wenn jemand was kauft? Okay, 050 ist so, puh, gar nichts, gar nichts. Ach nee, das war die Höllenmaschine. Guck mal, das die wollten wir haben, ne? 7 und 9. Wir haben halt ja immer noch davon zu wenig. Heißt, wir müssen immer noch mal nach Tribut fordern. Die Frage ist so ein bisschen, was machen wir? Lilith wird jetzt gleich nochmal einen Rachefeldzug machen. Interessanterweise 404. Die hat 6, wir haben 8. Da kriegen wir... Wir kriegen die nicht gekillt hier oben. Ist die Frage, ob die beim Angriff auch... Ne, kriegt die eigentlich nicht, ne, wenn die jetzt mich hier angreift. Huch. Also so ein Wiederbelebungsritual hätte ich ganz gerne. Durch die Verbesserung deines Ranges erhältst du mehr Marken aus den Aktionen Tribut suchen und Tribut fordern. Du kannst mächtigere diplomatische Aktionen freischalten und hast mehr Stimmrecht bei Edikten. Ja, lass uns doch mal gucken. Vielleicht können wir mit irgendwem mal ein bisschen handeln. Ja, mit ihr können wir schon mal nicht handeln. Die will gar nicht, gar nicht. Und er hier, der will Tribut haben. Da können wir natürlich mal überlegen, ob wir... Da müssen wir sogar überlegen, ob wir das bezahlen. Ja, können wir eigentlich mal bezahlen. Kann man sich selber aussuchen, sagst du? Vier Marken, dann kriegst du einen davon. Ne, das ist natürlich blöd. Vier Marken. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich denke, wir können das verkraften. Wir müssen halt jetzt echt mal überlegen, was wir anstellen. Ich habe gerade keine Idee. Ich habe gerade keine Idee. Den Rang erhöhen ging, aber... Ritual, die Gewölbe plündern... Oder halt Pläne. Wie war denn das nochmal mit den Plänen? Das Ding ist, ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt am besten machen, ne? Also... irgendwie alles gar keinen Sinn. Am besten trinken wir einfach mal weiter und trinken nochmal einen Kaffee. Hm? Mit Kaffee ist alles ein bisschen besser. So, Gewölbe plündern, hervorragend. Oha. Finstere Zerstreuung. Jetzt mal ernsthaft, was ist denn das für eine Kacke? Wie oft können die das denn machen? Und der macht jetzt noch Dawn's Macabre oder was? Jetzt ist aber echt mal Feierabend.
Also für uns ist gleich Feierabend. So, wir gucken uns jetzt mal Lilith an. Ja, wahrscheinlich ist Lilith, die das gemacht hat, ne? Finstere Verstreuung. Also, auch da gucken wir nochmal rein. Wie heißt das Ding nochmal? Finstere Zerstreuung. Das ist aber kein... Das ist hier sowas, ne? Da gucken wir uns auch in Ruhe nochmal an, weil das ist ja scheinbar sowas Starkes. Finstere Zerstreuung. Zerfetzt das Ziel von innen, verursacht 4 bis 8 Schaden und reduziert seine maximale LP um den gleichen Betrag. Jetzt mal ernsthaft. Da bezahlt jemand ständig Rituale. Crazy shit. Tribut suchen. Okay, was habe ich gesagt, was wir brauchen? Wir brauchen die Feuersachen, ne? Und zwar ordentlich. Okay. So, Plan auswählen. Zerstöre 3 Legionen in einem einzelnen Rachefeldzug. Stelle eine Forderung, wenn das Ritual höllische Verhandlungen aktiv ist. Ritual höllische Verhandlung. Haben wir das überhaupt? Höllisches Elend haben wir. So müssen wir dieses Let's Play hier, das ist auch irgendwie elendig. In einem einzelnen Rachefeldzug, wie soll das denn gehen? Forderung erhalten, das müssen wir leider zurückweisen. Rachefeldzug erklärt, man weiß nicht genau, was sie will. Die Antwort ausgeliefert. Kannst nicht ermitteln, von wem das kam. Die streiten sich, Auktion beendet. Da können wir ja nochmal gucken, können wir uns da jetzt irgendwas leisten, was gut ist. Ne, guck mal, die sind alle doof. Bei den Prätoren sieht das ähnlich aus. Die Höllenmaschinen können wir nicht. Talisman Negier. Tributqualität plus 1. Vergessen. Ne, wir brauchen halt noch einen hiervon. Tauschen ist auch nicht, ne? Tauschen ist auch nicht. Ach! Meine Freunde, ich bin echt unzufrieden gerade hier mit der Gesamtsituation. Klar ist natürlich, dass die alle auf mich gehen, ist mir auch klar. Was ist das denn hier? Die schließen alle Waffenstillstände, das ist ja der verrückte Scheiß hier. Achso, warte mal, dann nochmal in die Diplomatie. Und dann können wir doch mal gucken. Botschafter senden, beleidigen. Du musst ein Geschenk wählen, das du mitschicken willst. Wie wär's denn mit 2 Geistern? Geschenk, da wird er wahrscheinlich nicht begeistert sein, wir versuchen es trotzdem mal. Später noch machen. Aber jetzt klingelt hier die Glocke. Ich muss mal ganz kurz das Fenster zumachen. Moment. Ja, wenn ich hier das Spiel der Hölle spiele, klingelt draußen die christliche Glocke. Das ist natürlich ein Problem. Also, Tribut fordern in der Hoffnung, dass wir diese Höllenmaschine zusammenkriegen. Also, ich sag mal so, die Legionen hier sind ja richtig rotzig. Und das hier ginge noch, ne? 7012. Wir sind schon, haben wir schon? Aber lass mich hier nochmal gucken, haben wir das schon hier, den Kampf? Naja, wir sind schon im Rachefeldzug. Das heißt, es kann natürlich sein, dass der mich hier gleich angreifen wird, ne? Also die Frage, ob wir gerade auf den Tribut gehen oder aber auch nicht. Botschafter senden.
Gut, wir sind nicht schnell genug da oben. Aber wir sollten uns, ich sag mal, zumindest in die Richtung aufmachen. So, das können wir ja schon mal machen. Und eine Gefechtskarte entwerfen. Reduziert Fernkampf. Nee, Moment, ich muss noch mal gucken. Wer greift mich denn da an? 4013. Höllisch müssten wir reduzieren. Und zwar ordentlich. Nee. Ach du Heiliger. Der macht den halt weg, ne? Okay, das Einzige, was man natürlich machen kann, ist weglaufen. Als erstes. Wenn sie allerdings jetzt direkt angreift, weil Lilith ist auch, glaube ich, dran. Wenn sie direkt angreift, habe ich sowieso verloren. Dann habe ich auch gar nichts. Dann habe ich keine Münze und nichts. Das Risiko müssen wir jetzt eingehen. Ich bin gespannt. Ach, ist das spannend. So, und danach werden wir aber Schluss machen für heute. Nee, so holt sich meine unheilige Quelle. Ungünstig. Andererseits auch nicht so schlimm, denn ich sag mal, das plus 1 kriege ich auch so einen Schaden. Sie hat halt nicht so viel. Sie hat nicht so viel Prestige, deswegen ist das nicht so dramatisch. Die wird mir jetzt, was Prestige angeht, zumindest nicht das Wasser reichen können. Also ich hätte schon ganz gerne noch eine, was ist das hier, unsterbliche Überlebenskraft. Na klar, ist das Ritual erfolgreich. Aber müsste nicht trotzdem eine abziehen? Und null. Bist du jetzt tot? Eins. Ja gut, das... Gucken wir mal. Also wir liegen deutlich vor allen. Ja, drei hat noch einen abgezogen und die sind halt dann eh gleich tot. Eigentausel. So. Waffenstillstandserklärung. Akzeptieren, Waffenstillstand schließen. Geschenk ablehnen. Ja. Sehr gut. Du bist der Herrscher. Alles klar, jetzt kann ich mir eins aussuchen. Roter Regen prasselt herab und reduzierte die Bewegung aller Legionen für 3 bis 6 Züge auf 1. Okay, ätherisches Grinsel. Die laufenden Rituale werden in der abgestandenen Luft beendet. Ach du Scheiße. Was auch immer das ist hier. Rachefeldzug abgeschlossen. Die hat sich einfach das Ding da oben geholt. Forderung zurückgewiesen. Alles klar. Gefechtsbericht. Auktion beendet. Naja, gut. Ich sag mal so. Für diese Runde war es das erstmal. Die gehen halt alle auf mich. Das ist ja gemein halt hier, ne? So. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich gehe jetzt erstmal ins Kissen weinen. Macht's gut.